Es ist eigentlich alles sehr einfach. Es ist gerade immer die einfachsten Sätze sind die wichtigsten Matten. Und die Schwierigkeit, wenn ich immer wieder wiederhole, ist es nur ein Zeichen, dass das nicht verstanden ist, was ich sage, obwohl es eigentlich nichts Einfaches gibt, wie das zu verstehen. Wenn jemand sagt, das verstehe ich denn, nachher sage ich, da gibt es nichts zu verstehen. Schau einfach, was ist. Und jetzt müsste ich dazu sagen, schau, was nicht ist. Aber das, was nicht ist, kannst du ja nicht schauen. Sondern konzentriere dich auf das, was ist, und dann wird dir auffallen, dass das, was ist, dass es einem ständigen Wechsel unterliegt. Das ist das, was ich Gedankenwellen nenne. Und dass es immer jetzt ist und hier ist. Und der Ort, wo du das hier definierst, Holland, Deutschland, meine Wohnung, mein Arbeitsplatz, es ist trotzdem immer hier. Es sind reine Definitionen. Und du kannst natürlich auch einen Moment, ich kann mir jetzt morgen denken oder jetzt vorgestern denken. Aber es wird immer jetzt gedacht. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Und die Frage, die du dir stellen solltest, immer wieder, was ist in mir drin? Das verdammt nochmal mich immer wieder zwingt, meinen hier und jetzt gedachten Gedanken um mich herum in Raum und Zeit zu verstreuen und mir im selben Moment auch permanent zu suggerieren, dass ich mit dem, was ich mir jetzt ausdenke, dass ich damit nichts zu tun habe, dass diese Gedanken unabhängig von mir existieren. Oder wenn du jetzt an die Gedanken vom Hörensagen erfahrenes Wissen, dass du dir vor die Geburt von Matten denkst, dass du meinst, dass das, was du dir jetzt vor die Geburt von Matten denkst, dass das schon existiert hat, bevor du es gedacht hast. Und das ist das große Problem, dass ich sagte, du wirst das da mal feststellen müssen, dass die ganzen Protagonisten in deinem Traum, ich drücke mich einmal so aus, dass diese kommen und gehenden Figuren in deinem Traum, ob die jetzt nur gedacht sind oder ob die sinnlich wahrgenommen real in dir als Information erscheinen, das ist sowieso immer in dir drin. Dass da nicht einen einzigen finden, was der wirklich weiß, was 100% sicher heißt. Und dir wird dann diese einfachen Sätze, zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass es die größten Idioten sind. Du narrst dich damit. Da weiß keiner. Du wirst feststellen, wenn du jetzt dein Wissen überprüfst, dein Schwamminhalt, wie ich das immer nenne, dein Intellekt, den du zum Denken benutzt, dass du bis dato wirklich 98% von den ganzen Glaubenssätzen, die dir bisher als hundertprozentig sicher erschienen sind, dass du die nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Dass die blinden Glauben, dogmatischen Glauben erfordern, um als hundertprozentig richtig angesehen zu werden. Das ist letztendlich alles, was du nur vom Hören sagen kannst. Und das ist diese Geschichte, wenn ich immer wiederhole, die Geschichte mit dem ersten und mit dem zweiten. Das sind so vier ganz elementare Sachen, die du erkennen musst. Das ist einmal das ein Beispiel, dass du auf einer höheren geistigen Ebene, ich nenne das eine, versteh das bitte nicht geometrisch oder arithmetisch, sondern wenn ich sage, eine höhere Ebene, wenn du dich befindest, lösen sich die Widersprüche komplett auf. Du wirst fassungslos sein, weil du gar nicht mehr weißt, wieso streiten die eigentlich? Weil du immer mehr das Gefühl kriegst, dass jeder, der in dir auftaucht, egal was er behauptet, hat der Recht. Von seinem Standpunkt aus gesehen. Von seiner Logik aus gedacht. Aber es ist halt keine allumfassende Logik. Darum sage ich immer wieder, jedes Denksystem, jedes logische System, das im Widerspruch zu einem anderen Denksystem steht, ist letztendlich nur eine Facette, eine Perspektive von dem heiligen, allumfassenden Denksystem. So wie die Perspektiven in der Tasse auf einer höheren Ebene verschmelzen zu einem vollkommen neuen Ding. Das ist aber nur erfahrbar von den höheren Dimensionen. Pass auf, ich mache mal die Kleinigkeit, wenn ich mal das Wort entscheiden. Das Hauptproblem beginnt mit dem Entheiligen von Wortenmappen. Was ich damit verstehe, ist, dass du Worte lösen in dir gewisse Vorstellungen aus. Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt so hier, ich greife jetzt immer wieder auf Bekanntes zurück, wenn du der Anfang vom Weißenbuch vortrag. Da ist das dann mal die Sache mit dem ersten, zweiten. Der ist schon sehr krass, wenn ich wiederhole das nochmal, weil ich merke, dass Leute wirklich 20 Jahre brauchen. Ich muss jetzt wieder mir eine Zeitspanne ausdenken. Von ständigen tausendmaligen Wiederholen, bis die plötzlich sagen, stimmt ja eigentlich, das ist ja eigentlich der totale Wahnsinn. Ich sage, wieso müssen die das tausende Mal in einem Zeitraum von 15, 20 Jahren wiederholen? Wieso können die das das erste Mal nicht checken? Weil der zweite so übermächtig ist. Obwohl ich darauf hinweise, nochmal, du denkst jetzt, da taucht dann in dir auf, das ist der erste, und alles, was der jetzt spricht, ich bin jetzt der erste. Wenn du meine Gedankengänge mitgehst,
kannst du, ich sage mal, die große Masse an Aussagen hier und jetzt sofort überprüfen, ohne dass du einen großen Intellekt benötigst. Das ist immer, wenn ich sage, jedes 13-jährige Kind kann das sofort überprüfen. Die Frage, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt, was ich behaupte, die stellt sich überhaupt nicht, weil ich ja nur das beschreibe, was ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir wieder sage, schau zur Tür und schau die Türklinke an, wo war die jetzt die ganze Zeit? Kannst du nur beobachten, was dein Intellekt dir vorschreibt? Und dann schaust du, was ist. Ich sag, die war nicht da. Bevor ich jetzt das Wort Tür und Türklinke ausgesprochen habe, hat weder in deinem Kopf eine Tür noch eine Türklinke existiert und die sind jetzt feinstofflich. Und wenn du die in dein Gesichtsfeld holst, indem du den ausgedachten Kopf vom Matten drehst, der ja auch nicht existiert, wenn du nicht an ihn denkst, dann taucht es in dir auf. Und wenn du nicht mehr dran denkst, ist es wieder weg. Also ich sage zuerst einmal, jeder Gedanke, den du denkst, das wiederhole ich immer wieder, beginnt in dem Moment, wo du den Gedanken denkst, ich benutze mal ein anderes Wort für Gedanke, entsteht in dir eine Information, eine Form in dir. Und die existiert, weil du sie denkst. Und die ist genauso, wie du sie dir denkst, egal an was du denkst. Und es ist hier und jetzt, egal wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst, wenn du in der Vergessenheit lebst. Und wenn du diesen Gedanken nicht mehr denkst, löst er sich wieder auf, wobei genau betrachtet eigentlich die 200 Gramm rote Gnede, wie ich nenne, zwangsläufig mit dem Auflösen deines Gedankens entsteht im selben Moment ein neuer. Du kannst gar nicht ohne Gedanken sein. Mhm. Ich habe da was in Bewegung gesetzt, was ohne Anfang und Ende ist. Und ich erkläre es jetzt den Geist, der mir zuhört. Mir meine ich jetzt diesen Brösel Udo, den du dir ausdenkst. Der genau genommen ja bloß eine Lautsprecherstimme ist. Wenn du jetzt einfach nur präzise schaust, was ist. Und jetzt, wenn man mir aufmerksam zuhört, stellt sich die Frage nicht, ob das stimmt oder nicht, weil ich ja permanent nur beschreibe, was ist, soweit es möglich ist, wenn du dich da in den Fokus setzt. Das ist der erste, mit allen Behauptungen, die ich mache. Der zweite erzählt permanent von Sachen, die du, und genau genommen bei den meisten Sachen, noch nie irgendein ausgedachter Mensch mit eigenen Augen gesehen hat und die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, prinzipbedingt. Und dann frage ich ja hier, wem würdest du jetzt mehr Vertrauen schenken? Den ersten, der nur Sachen behauptet, die du hier und jetzt sofort überprüfen kannst, die du erlebst eigentlich, wenn du aufmerksam zuhörst, oder dem zweiten, der permanent von Dingen spricht, die man nicht einmal überprüfen könnte, wenn man wollte. Und das Schockierende ist, wenn du an dir selber feststellst, dass dein momentaner Intellekt dich zwingt, ausschließlich nur, den zweiten zu vertrauen, und sobald der erste in dir auftaucht, sagst du, das ist ein Schwätzer, das ist eine Spinnerei, das ist ja unmöglich. Das ist die vollkommene Entgeistigung, ich sage immer, die Entgöttlichung deines eigenen Geistes. Das ist der zweite in dir. Und es spielt jetzt keine Rolle, ob du irgendeiner esoterischen Strömung, einer religiösen Strömung oder irgendeiner philosophischen Strömung oder allen voran der geistlosen naturwissenschaftlichen Dogmatik anhängst. Die leiden nämlich alle an diesem Problem. Dass die dogmatischen Grundsätze mit der Behauptung, das ist ja bewiesen, machen wir ganz einfach mal 9-11. Also gut, wenn du vom Fernseher sagst, das habe ich im Weißenbuch-Vortrag gesagt, ein Bild ist ein Bild, wenn du den angeschaut hast. Da habe ich diese schöne Sache mit den Illusionen. Schon wenn in dir was auftaucht, jede Information, denk an die 200 Gramm rote Gnede, entstehen in dem Moment, wo du sie denkst oder wahrnimmst, und jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Das ist ein ständiger Wechsel von Informationen. Für dich existiert immer nur das, was jetzt ist. Und das unterliegt einer ständigen Verwandlung. Und jetzt ist es ganz einfach so, dass in dem Moment, wo du unbewusst bist, wenn jetzt ein Bild auftaucht, angenommen, du setzt dich an den Computer und du scrollst in einen Chat, dann ist beim Scrollen da auch ein Namen auf, und wenn du die kennst, hast du sofort wieder die Vorstellung. Und jetzt mach dir bewusst, inwieweit in dir noch dieser dogmatische Glaube ist, dass dieser Eintrag von irgendeinem Menschen vorher irgendwo in den Computer eingetippt wurde, dass das bei dir auf deinen Computer in Erscheinung tritt. Das ist zwar hundertprozentig logisch, aber du könntest das nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Du kannst natürlich jetzt diesen Fehlglauben immer wieder dir selbst beweisen, aber ich will auf was anderes hinaus, dass ich zuerst einmal sage, ein Bild ist ein Bild. Ein Bild erzeugt Illusionen. Das ist die klassische Definition von Illusion, bin ich tausendmal drauf eingegangen, wenn du in einem statischen Raster plötzlich Gesichter oder Dinge siehst, die jetzt nicht vorhanden sind. Das ist jetzt zum Beispiel den Udo, den du siehst, der ist jetzt eine Illusion.
Die sinnliche Wahrnehmung, die du jetzt siehst, ist der Computermonitor. Der Computermonitor, jetzt kommt schon das Wort real. Das eigentliche lateinische Wort real heißt ja eigentlich nur real, es heißt nur Ding oder Sachen. Das heißt, du wirst jetzt feststellen, dein Schwamminhalt schreibt dir vor, wenn du das Wort Realität hörst, dass Realität ist die Welt da außen, die auch ohne dich existiert. Das heißt aber nicht real. Real heißt einfach nur Ding und Sache. Das heißt, der Udo ist jetzt eine Illusion, weil er super flach ist, und ein Ding, eine Sache, ist der Monitor. Den siehst du jetzt als dreidimensionale Erscheinung sinnlich wahrgenommen in deinem Gesichtsfeld vor dir stehen, in einer gewissen Entfernung. Mhm. Diesbezüglich könnte ich sagen, der Computer ist jetzt keine Illusion. Aber das ist eine einseitige Aussage. Wenn du nämlich jetzt einen Schritt weiter gehst, wie sieht jetzt das aus, wenn ich jetzt behaupte, du hast eine, deine Augen symbolisieren eine symbolische VR-Brille, und das, was auf den zwei Monitoren in der VR-Brille die Pixel sind, rot, grün, blau, das ist in deinen Augen die Retina, da sind Zäpfchen drauf, rote, grüne, blau Zäpfchen, und die werden angesteuert vom Thalamus. Das ist der Computer. Dann ist auch diese real vor dir in einer gewissen Entfernung real erscheinende Computermonitor, ist diesbezüglich dann auch eine Illusion, wenn du nochmal einen Doppelschritt machst und dir dessen bewusst bist. Das ist jetzt eine Sache, das kannst du nicht überprüfen, das sage ich auch ganz klipp und klar dazu, sondern ich sage, das ist jetzt erst einmal, weil wir mit mir sprechen, aber jetzt erst einmal symbolische Bilder, sondern du solltest dir jetzt erst einmal klar machen, um was geht es eigentlich? Und es geht immer nur um deine Informationen. Selbst dein Materialismus schreibt dir vor, es muss in deinem Gehirn drin sein, ich habe jetzt materialistisch gesprochen, aber komischerweise wird da behauptet, dass das Gehirn auch dann da ist, wenn du nicht dran denkst. Und das gilt als hundertprozentig sicher überall. Was dann die nächste Frage ist, wo sich keiner stellt, wer oder was ist das, was sich das anschaut, was im Gehirn drin ist, obwohl du nachschauen kannst, dass im Gehirn weder Farben existieren, das sind ja bloß ein neuronales Feuer, und es existieren auch keine Schallwellen in deinem Gehirn. Du siehst aber doch Farben, du siehst Dinge, du siehst, das wird alles so an den Tisch gehört. Die Lösung ist so unendlich einfach, wenn du die einmal akzeptierst. Und darum sage ich immer wieder, es ist erst einmal wichtig, dass du weißt, was du selbst bist. Was ist das, was mich jetzt sprechen hört? Ist es ein ausgedachtes Gehirn? Sind es ausgedachte Ohren? Die ganzen Dinge existieren ja überhaupt nicht, wenn du nicht dran denkst. Du bist immer. Du bist ohne Anfang und Ende. Und deine Schwierigkeit ist, dass du dir aufgrund dessen, wenn ich jetzt dich frage, ich wiederhole immer dieselben Sätze gebetsmühlenhaft, wenn ich dich jetzt frage, wo kommst du her, wirst du feststellen, spontan deine Logik sagt sofort, ich wurde von meiner Mutter geboren. Und ich sage, selbst wenn du jetzt zum Beispiel in deinem Traum eine Frau zu sein glaubst, die Rolle einer Frau spielst in deinem Traum, das sind aber deine Informationen, wenn du an dich denkst, ist es vollkommen in Ordnung, dass du jetzt denken kannst, dass du irgendwann einmal in der Vergangenheit ein Kind auf die Welt gebracht hast. Das widerspricht nicht dem, was ich sage. Es geht nicht um irgendeinen Gedanken, weder um deine Mutter, die du dir ausdenkst, noch um das Baby, das du jetzt sagst, das war ich. Wer denkt sich das aus? Kann ein Gedanke ohne den Denker existieren? Kann ein Gedanke schon da gewesen sein, bevor er gedacht wird? Weißt du, was es ist? Wenn ich jetzt zurückblicke auf all die Gespräche, die wir geführt haben, muss ich eigentlich feststellen, dass dasjenige, was du jetzt gesagt hast, daran habe ich eigentlich nie gezweifelt. Und das war eigentlich für mich auch immer dasjenige, was ich im tiefsten Innern wieder feststellen konnte. Aber was ich so schwierig finde, ist, dass angenommen, wie du sagst, ist, dass wir alle eine eigene Logik haben, dass jeder Geistesfunken die Einheit auf eine sehr persönliche Weise bricht, mit seinem Hintergrundwissen sich eine Welt da außen ausdenkt. Das verstehe ich alles. Lass ich es präziser formulieren. Ich komme immer wieder darauf zurück, das ist für mich eigentlich gar keine Frage mehr. Ich habe das auf verschiedene Weise selber erfahren, dass ich eigentlich dieser nicht denkbare, nicht materialistische Punkt bin. Dasjenige, was alles wahrnimmt. Aber was ich so schwierig finde ist, und ich drücke das hört sich vielleicht komisch an, aber ich drücke mich mal so aus, dass ich mich immer gefragt habe,
ich denke mir jetzt einen Udo aus, der an einem bestimmten Zeitpunkt dieses Wissen erfahren hat und vielleicht hat sich das auch erweitert. Der ist also auf seine eigene Art und Weise ist er auch davon, hat er auch diese Erkenntnis, die ich auch in mir spüre. Ich weiß, dass ich kein Ding bin, wovon man Scheiben schneiden kann. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt die Welt, die aufgrund dieses Wissens für mich existiert, die sehe ich als eine Art Lernbereich. Nur in der Beschränkung kann ich Erfahrungen machen. Also durch bestimmte Gegensätze. Ich nenne das einfach, das ist ein Führerscheinprüfungsbogen. Ja, richtig. Aber was ich dann so schwierig finde, ist, du sagst auch immer wieder, ich sage dich nicht, was du zu tun hast. Also die ganze Holofeeling-Lehre, die beschränkt sich auf diese höhere Struktur, also auf den Geist. Nein, die geht schon noch um einiges. Ich will ganz kurz da noch, die geht so noch einiges weiter, weil die komplette Struktur der Matrix, das ist das Erste, wenn du frei werden willst, das ist die Hauptpunkte und du hast es oft gehört. Ich sage, ich erkläre dir, was du bist, der mir jetzt zuhört. Und dann sagst du mal ganz grob in einer Kindergartensprache, in einer Form von Vereinfachungen, dass du das verstehen kannst, erkläre ich dir, wie du funktionierst innerhalb der Logik, die du zurzeit zum Denken benutzt. Und darum ist der einfachste Satz, dass du zuerst einmal davon ausgehst, du bist ein träumender Geist. Mhm. Jetzt ist natürlich wichtig, dass ich immer noch der Genauigkeit halber dazu sage, bitte mache jetzt nicht den Fehler, dass du dich wieder mit einem Gedanken von dir verwechselst. Auch ein träumender Geist ist ein Gedanke von dir. Das bist du nicht. Du bist dann schon wesentlich mehr der sich jetzt ganz bewusst selbst in seinen Traum als träumenden Geist vorstellt. Mhm. Oder sich als träumenden Geist denkt. Es ist besser, dich als einen träumenden Geist zu denken, wie als einen sterblichen Trockennasen auf. Weil dann ist schon mal ein Problem weg. Du musst keine Angst mehr haben, dass du sterben musst. Wenn du ein träumender Geist bist, kannst du bloß wach werden. Aber du bist natürlich jetzt auch nicht dieser träumende Geist, den du dir bewusst ausdenkst, sondern sagst du mal der sich den träumenden Geist ausdenkt. Und der bist du natürlich auch nicht. Da muss ja einer da sein, der sich jetzt dem ein Ding, ein Geist, etwas ausdenkt, der sich ganz bewusst selbst zu einem träumenden Geist macht. Und du merkst jetzt, das ist der Schritt in die andere Richtung, wo ich so oft erklärt habe, dass dir klar werden muss, du musst ganz kommen klar sein, dass das, was mir jetzt zuhört, du hast überhaupt keine Möglichkeit, an dich selbst zu denken, ohne dich dabei zu einer Information von dir selbst zu machen. Mhm. Und das ist dann auch ohne Anfang und Ende. Und dann wirst du merken, dass ich immer wieder Sorgen hatte. Und das meine ich jetzt ganz ernst. Ich erkläre es jetzt dem, der mir zuhört. Also ich höre jetzt den Udo sprechen. Bist du schon ich? Du weißt, wenn ich immer dann sage, du wirst doch nicht glauben, dass ich mir für irgendeinen Fremden, für einen Gedanken von mir den Arsch so aufreißen würde. Dann betone ich, dass ich mich in diese Traumwelt, in die Figur, in das Leben überhaupt nicht einmische, auch nicht mit irgendwelchen Aussagen, was du tun oder nicht tun sollst. Das ganz viele wollen dann wissen, was soll ich tun in Bezug auf ihre Person. Da hüte ich mich davor, weil dann würde ich mich einmischen. Ich sage, ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Und umso mehr du das verstehst, wirst du dann schon die richtigen Entscheidungen treffen. Und jetzt kommt das nächste Problem. Solange du personifiziert bist, solange du ganz gezielt immer noch in dem Glauben bist, du bist jetzt dieser Körper und die anderen Körper bist du nicht. Ich nenne das personifiziert, schaust du durch eine Persona und zwangsläufig lebst du in der Wahrnehmungswelt von Perspektiven, von Facetten. Mhm. Und jetzt ist es ja so, wenn du auf einer Straße fährst, und jetzt bringen wir ein ganz normales alltägliches Beispiel, du fährst auf einer Straße und jetzt kommst du an einer Kreuzung. Okay, es scheidet sich die Straße und ich bleibe mal in der kleinsten Form von Vielheit stecken. Das heißt, du kannst jetzt entweder rechts fahren oder links fahren. Du kommst auf eine Querstraße. Mhm. Dann musst du dich entscheiden, ob du rechts oder links fährst, weil du kannst nicht rechts oder links gleichzeitig fahren. Angenommen, du fährst rechts, wird aus diesen zwei, aus der einen durch die Scheidung, waren ja zwei Möglichkeiten. Und wenn du dich jetzt für die rechte Seite entscheidest, ist wieder bloß eine Straße da. Das heißt, du hast dich entschieden. Die Scheidung hat wieder aufgehört. Du hast wieder nur einen Weg vor dir. Mhm. Aber das ist eine unvollkommene perspektivische Entscheidung, weil die wirkliche Entscheidung ist, zuerst einmal haben wir wieder zwei Möglichkeiten. Darum ist das so wichtig mit dem aufgespannten Finger, weil du wirst merken, in einer Welt ist permanent immer nur eine Seite da, die du zurzeit erlebst. Das heißt, entscheiden, wissen wir, heißt das Aufheben der Scheidung. Mhm.
Wenn ich jetzt an der Kreuzung komme, kann auch eine komplexere Sache sein, wirst du gezwungen, weil du wirst, wie ein Film läuft, das Leben läuft einfach weiter, du kannst an diesen Kreuzungspunkt nicht stehen bleiben, du wirst gezwungen, zwischen zwei oder mehreren Möglichkeiten eine auszuwählen, wenn du weiterfahren willst. Aber das ist eigentlich keine vollkommene Entscheidung, sondern du hast dich dann praktisch in einen Zweig, in eine Sackgasse, in ein Einzel, in eine Facette hineinbegeben von dem Ganzen. Die wirkliche Entscheidung wäre, dass du diese ganzen verschiedenen Dinge, die plötzlich in dir auftauchen, eins machst. Dann hier löst sich die Scheidung auch auf. Pass auf, das sieht jetzt folgendermaßen aus. Ich mache mir viel Gedanken, um das einfach zu erklären. Wir sagen einfach mal, der rechte Weg wäre der Kreis. Dann nehmen wir den Kreisweg und den linken Weg, das wäre der Dreiecksweg. Wenn du jetzt an diese Scheidung kommst, musst du dich entscheiden, in der Welt der Flächen kannst du entweder bloß einen Kreis anschauen oder ein Dreieck anschauen und natürlich diese falschen Kompromisse, dieses Wischiwaschi, was weder Kreis noch Dreieck ist. Das ist das, was die Politik zurzeit macht. Das heißt, die Rechten und die Linken, wenn die Kompromisse eingehen, das sind faule Kompromisse, weil das ist, ich habe einmal das schöne Beispiel gemacht und das ist zurzeit top aktuell. Wir denken uns zwei Parteien und die streiten um was. Die eine Partei behauptet, das ist ein altes Beispiel von mir, die eine Partei behauptet, 5 um 5 ist 10 und die andere Partei behauptet, 5 um 5 ist 8. Und jetzt streiten die und keine Partei hat die Mehrheit. Das ist zurzeit in Deutschland der Fall mit der Politik, mit der CSU und CDU. Und jetzt wird dann hin und her gerungen und jetzt macht man einen sogenannten faulen Kompromiss, indem man beschließt, dass 5 um 5 9 ist. Vorher hatten zumindest eine Recht, hundertprozentig Recht, aber sie können ihre Rechte durchsetzen, weil sie eben nicht die Mehrheit haben. Und danach geht man auf einen faulen Kompromiss ein, dass beide nicht mehr Recht haben. Und jetzt ist es also so, dass die wirkliche Entscheidung jetzt in unserer Kreisstraße und in der Dreieckweg wäre letztendlich der Kegel. Aber das erfordert, dass du von der flächlichen Denkweise hochkommst in die dritte Dimension, die du jetzt ja nachvollziehen kannst, weil du in der Lage bist, dreidimensionale Vorstellungen in dir aufzubauen. Das wäre das wirkliche Entscheiden. Das ist dir aber nicht möglich. Das heißt, du musst permanent Entscheidungen treffen. Und ich habe da so viele Einzelteile, dass jetzt du darfst die Figur Matten, darfst du nicht mit dem Programm Matten verwechseln. Das ist ganz, ganz entscheidend, was ich auch in vielen, vielen Beispielen mit Hotelzimmerbeispielen gesagt habe, dass du, was du siehst, sind Informationen. Die Ursache der Informationen, bleiben wir mal beim Computer. Du Geist, dich setzen wir jetzt einmal als Computer, dass Bilder in dir auftauchen können. Brauchst du eine Software, ein Betriebssystem, eine Software und Daten. Und die Bilder, die jetzt in dir, und das ist jetzt zuerst einmal, der Geist als Ding an sich ist unser Computer, und was jetzt in dir auftaucht, wir machen einmal das, was auf dem Bildschirm auftaucht oder Lautsprecher rauskommt, ist einmal das, was du entweder sinnlich oder feinstofflich, egal welche Information es ist, das symbolisieren wir mit dem Bild. Alles, was prinzipiell in dir in Erscheinung treten kann als Information, ist hierarchisch auf einer tieferen Ebene schon auf dem Programm drauf. Und jetzt ist es so, dass ich jetzt das Ganze nochmal verkompliziere. Das ist eigentlich eine Vereinfachung, dass ich, wenn ich meine Buchmetapher nehme, wo man so schön erklären kann, dass es keine Zukunft gibt, dass es keine Vergangenheit gibt, dass alle Worte, alle Seiten gleichzeitig sind, dass alles, was du anschaust, was auch oft immer jetzt ist, das, was noch kommt, ist jetzt auf der tieferen Ebene schon da. Alles, was war, ist auch noch da, aber nicht existierend. Da geht es schon los. Ich könnte jetzt zum Beispiel ein Video zeigen von einem jungen Philosophen. Da beginnt dieses Video, Existenz ist ewig. Da brauchst du schon gar nicht mehr weitermachen. Das ist eine Entheiligung des Wortes Existenz. Ich glaube, ich muss dir das nicht mehr erklären. Das Existieren ist ein Heraustreten. Das sind Gedankenwellen, die sind niemals ewig. Das, was ewig ist, kann nicht existieren. Weil alles, was existiert, eine vergängliche Erscheinung ist, die einen ständigen Wechsel unterliegt. Und wenn man jetzt meint, ja, das ist ja nicht schlimm, das ist ganz, ganz extrem schlimm, das, oder sehr trügerisch, das erkläre ich auch. Kurz nachdem ich im Bleinfeld-Vortrag im ersten Teil diese Sache mit dem ersten und zweiten erkläre, bringe ich das Beispiel, dass ich sage, wir denken uns jetzt einmal zwei Menschen aus. Und die zwei Menschen sind, die setzen wir wie zwei Computer. Und der eine hat in seinem Kopf irgendeine Idee, eine Vorstellung, ein Bild. Und er will jetzt, dass der andere das in seinem Kopf auch sieht. Mal normal gedacht, dann kann er das nur jetzt in dem Fall über Worte mitteilen.
Das wäre jetzt praktisch die Übertragung. Das heißt, wenn die zwei sich unterhalten, wenn die in einen Dialog treten, wenn es nicht gewährleistet ist, dass das, was er jetzt als Vorstellung, ein Bild oder was auch immer im Kopf hat, dass er ja nur mit Worte mitteilen kann, dass diese Worte, die er ausspricht, aufgrund des Intellekts des anderen, in den seinem Kopf dieselben Vorstellungen erzeugen. Wenn das nicht der Fall ist, reden die permanent aneinander vorbei. Und ich kann dir da tausende von Beispielen bringen, dass das ständig der Fall ist und keiner merkt es. Mhm. Und keiner merkt es. Weil man immer davon ausgeht, dass wenn du jetzt jemandem was erklärst, ist der erste Fehler, dass du meinst, der Gedanke, den du dir denkst, dieser Mensch, dass der was verstehen könnte. Mhm. Die machen alle, wenn du dich mit deiner Freundin unterhältst, die macht durchaus den Eindruck, als wenn die das versteht. Vergiss es. Es sind Figuren in einem Traum, kannst nicht einmal der Matten verstehen. Das, was ich mache, kann nur Geist verstehen. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten. Wenn du jetzt zum Beispiel an deinen Sohn denkst, an einen, mhm. okay, jetzt schau bitte in dich rein, was dein Glaube, was der Zweite dir suggeriert. Ich spreche jetzt das aus, du darfst mir gern widersprechen, wenn ich dir was Falsches in den Matten, den wir uns jetzt ausdenken, hineindenken. Aber immer dran denken, du bist ich. Wir schauen uns jetzt einmal in uns rein, da ist noch der hundertprozentig sichere Glaube, du weißt hundertprozentig sicher, keiner weiß, was hundertprozentig sicher ist. In dir ist noch der hundertprozentig sichere Glaube, dass dein Sohn auch dann da außen rumläuft, wenn du nicht an ihn denkst und dass der in der Zeit, wo du ihn nicht denkst, irgendwas erlebt in der Schule oder auf dem Spielplatz. Dieses hast du noch zwanghaft in dir drin. Zwangsläufig, wenn ich jetzt in deinem Traum aus dem Nichts deinen Sohn wieder auftauchen lasse in deinem Gesichtsfeld, wird er auf dich den Eindruck machen, dass er in der Zeit, wo du ihn nicht gedacht hast, was erlebt hat. Die Ursache ist aber nicht, dass der was erlebt hätte oder dass der existiert. Es ist dein Glaube. In dir verwirklicht sich der Glaube, den du im tiefsten Innern in dir trägst. Und der Sinn dieses Lebens ist nicht, diesen Glauben zu verändern, Mann. Nein, und lass ich es so sagen. Es ist, ihn zu durchschauen, dass du als Geist eine Stufe höher kommst. Ich wollte dazu das Folgende sagen. Dieser Glaube, da ich hänge immer, ich halte daran fest. Warum? Du hast gerade das Beispiel gebracht mit den Straßen, wie sich das verzweigt. Ne? Und wenn ich rechts gehe, dann bekomme ich andere Dinge zu sehen, als wenn ich links gehe. Ich komme immer wieder an den Punkt, dass wenn ich diesen Glauben loslasse, zum Beispiel, dass mein Sohn etwas erlebt, dann wird es für mich irgendwie... Zieht dich runter, das ist alles klar. Aber das ist das nächste Problem, dass du den gar nicht loslassen sollst. Nee, das verstehe ich, aber... Er wird sich auflösen, wenn du anfängst, das zu akzeptieren, was ist. Das ist Vater, dein Wille geschehe. Das ist wie, pass auf, wenn ich immer wieder sage, du denkst jetzt einfach einmal hier die Welt, mein wunderschönes Beispiel und da hast du nur Ansätze begriffen, weil wenn ich was anspreche, sind es immer nur Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Ich mache mal rein im Führerschein die Theorie. Du kriegst den Führerscheinprüfungsbogen vorgelegt, das ist die Theorie, okay? Und das ist, ich nenne jetzt das einfach mal Fehler. Das sind fehlerhafte Antworten, natürlich auch richtige Antworten drin und die Fehler musst du ankreuzen. Ich gehe mal davon aus, das ist in Holland genauso wie in Deutschland. Ja. Okay, jetzt ist es also ganz, ganz interessant und das, was du jetzt dein Leben nennst, von morgens bis abends, jeden Tag, täglich grüßt das Murmeltier, dieses Carpe Diem, diesen Tag, den du durchlebst, das sind so massive Reibungspunkte und ich sage mal Fehler, die letztendlich die Quelle für Disharmonie in dieser ausgedachten Welt sind. Ich bleibe mal ganz normal raumzeitlich gedacht. Ist es definitiv so, dass der Sinn des Lebens nicht, dass du irgendwas veränderst, dass du demonstrierst, sondern der Sinn des Lebens ist, dass du die Fehler in diesem fehlerhaften Wissen erkennst, um Erfahrungen zu machen. Okay? Das ist jetzt interessant, wenn du in einer Prüfung, in einer Führerscheinprüfung bist. Ich habe schon gesagt, wenn man dir den Bogen vorsetzt, du liest die erste Frage durch und du weißt nicht die richtige Antwort. Das löst schon gewisse Panik aus. Es macht jetzt keinen Sinn, da permanent drüber nachzugrübeln. Du wirst jetzt mit deinem Programm die zuerst einmal zurückstellen und die zweite Frage anschauen. Weil es machen kann, wenn du nur so und so lange Zeit hast, die ganze Zeit an der ersten Frage zu verplempern, wo du auf Anhieb keine Antwort hast. Du gehst zur zweiten Frage über und dir sticht sofort der Fehler ins Auge. Was erzeugt es in dir? Freude. Mhm. Es erzeugt in dir Freude, du machst dein Häkchen, dann gehst du zur nächsten Frage. Ich sage immer wieder, immer wenn du einen Fehler sofort erkennst, freust du dich, machst einen Haken, ich sage immer, blätterst um, wenn man immer jede Frage auf einer Seite hätte. Und dann am Schluss wirst du dich wieder den Fragen zuwenden, wo du dir noch nicht ganz sicher warst. Mhm.
Worum es mir geht, ist, dass du so viele Fehler jetzt mit deiner Logik, es ist ja schon wieder zu sagen, das ist richtig oder verkehrt, hängt ja schon wieder vom Denker ab. Darum merke ich, meine Beispiele sind sehr, sehr, wenn ich jetzt genau über die Genauigkeit, die ich fordere, das ist immer wieder, wenn ich sage, Kritik, wenn in dir irgendjemand auftaucht, eine Figur, ein Protagonist in einem Raum und der kritisiert irgendetwas, diese Kritik sagt überhaupt nichts aus über das, was er kritisiert, es sagt aber alles aus über sein dogmatisches, einseitiges Wertesystem. Weil um etwas zu bewerten, zu kritisieren, muss ich ein dogmatisches, einseitiges Ideal in mir tragen und erst dann kann ich, wenn ich was mit meinem Ideal vergleiche, sagen, das ist richtig oder verkehrt oder gut oder schlecht. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Bananen schmecken gut und du hast noch nie irgendeine Banane gegessen, sagt das überhaupt nichts aus für dich, bis du die selber probierst. Wir können jetzt auf den Menschen gehen, was ist der Udo? Ich kann dir jetzt welche bringen, für die ist das ein Halbgott. Das sind genauso Idioten wie welche, die behaupten, der Udo ist der Satan und ist ein totaler Lügner. Der Udo ist ein Gedanke von dir und ein Gedanke, so wie du in dir denkst. Und ob du den dir jetzt super gut denkst oder ganz böse denkst, da hat der Udo keinen Einfluss mehr drauf. Der ist ja vollkommen uninteressant. Wir unterhalten uns hier in erster Linie über den, der uns jetzt ausdenken mag. Mir geht's nicht um den Matten, der geht mir genauso am Arsch vorbei, was mir das Einzige, was mir noch mehr am Arsch vorbei geht, wie der Matten, ist der Udo. Mich interessieren die Figuren in deinem Traum nicht, aber ich kann in der Welt der Perspektiven bloß auf diese Art und Weise mit dir kommunizieren. Was nützt mir, wenn ich einen Hochleistungs-Windows-Computer habe mit Internetanschluss und ich muss mit jemandem kommunizieren, der zurzeit in der Kommunikation noch beim Morsen ist? Mit einem Taster, der nicht einmal in der Lage ist, hier normales Analoggespräch zu übertragen. Das ist das, was wir zurzeit machen. Ja. Und das ist jetzt einmal das, dass dir das klar werden muss, dass hier die Neugier, das ist, ich komme zum Führerscheinprüfungsbogen zurück, dass du jetzt einmal für dich erkennst, wieder, wenn du dich beobachtest, darum sage ich, ich weise dich jetzt auf was hin, was man gerade gemacht hat mit dem Sohn, wir reden, ich bin der Erste, ich rede von dem, was ist. Und du wirst feststellen, selbst wenn ich dir dann darauf hinweise, wie du funktionierst, was du nicken müssen, dass der Glaube noch in dir drin ist, dass deine Söhne auch dann da außen rumlaufen, wenn du nicht an sie denkst. Wie sieht es jetzt aus, wenn du wirklich ein träumender Geist bist? Dann geht's denen super gut, glaub es mir. So alter Satz von Udo, was glaubst du, wie gut es hungern die nächsten Kinder geht, wenn du nicht an sie denkst? Die sind in der kompletten Heiligkeit. Und wenn du an sie denkst, wird's den Kindern, die du denkst, denen wird's genauso gehen, wie du sie dir ausdenkst. Das heißt, das ganze Leid der Welt, das du dir ausdenkst, du bist die Ursache für das Leid, weil du denkst dir es doch aus. Du bringst, ich sage, es steht und fällt mit dem Bruch des ersten und des zweiten Gebotes. Das erste Gebot sagt, dass du ein Adam, ein Gotteskind bist, mach dir kein Bild von dir selbst. Egal an was du denkst, das bist nicht du. Und das zweite Gebot, jetzt immer die Bilder, jetzt kommt das tiefere B-I-L-E-T-R, das ist natürlich jetzt die Vatersprache, lass mal ganz einmal weg, weil dann, wenn du das einmal wirklich analysierst, wirst du feststellen, du wirst auf die Knie fallen vor Demut im Angesicht dieser Schöpfung, die in dir abläuft. Wie perfekt das ist. Du wirst mir kein einziges Wort bringen, wo ich dir nicht genau, wenn ich immer als Udo sage, gib mir ein Wort, ich mache aus dem Stegreif ein 400-500 Seitenbuch. Ohne irgendwas anzufassen. Und du wirst dich, wenn du das Prinzip verstanden hast, keine Sekunde langweilen. Wenn ich jetzt unseren BC als Beispiel, den Brösel, ist auch nur ein Gedanke. Ein Gedanke kann nichts verstehen. Versteht es, dass ich ja irgendwie mit dir kommunizieren muss. Der hat 20, der kennt den Udo 25 Jahre. Ich rede jetzt bewusst. Denke ich mir jetzt eine Vergangenheit, die nie in der Vergangenheit war. Der ist so viel Spaziergänge mit mir gegangen, neben mir hergetappt. Ich habe erklärt, was ich dir jetzt erkläre und dann kommt immer wieder, das verstehe ich nicht. Na so, BC, hör zu, da gibt's nichts zu verstehen. Was wichtig ist, wer bestimmt jetzt in dir, dass du sagst, das verstehe ich nicht. Obwohl, jetzt könnte ich wieder sagen, jetzt schau den Baum an, schau die Türklinke an, wo war die ganze Zeit, bevor ich jetzt das Wort ausgesprochen habe? Das war nicht da. Gibt's da was zu verstehen? Schau einfach, was ist und was nicht ist, dass du natürlich nicht schauen kannst. Ich sage mal, du kannst dir nicht bewusst machen, ob was nicht existiert. Du kannst dir nur bewusst machen, dass in dem Moment, wo du an was denkst, jetzt denk an die Kopfhörer in deinen Ohren. Wo waren die ganze Zeit? Die waren nicht da. Dass in dem Moment, wo was auftaucht, weil jetzt das auftaucht, jetzt habe ich das ausgesprochen, dass das bis dato nicht existiert hat. Es war ein nicht gedachter Gedanke. Und wichtig, alles, was existiert, ist natürlich auch dann da, wenn du es nicht denkst, aber nicht mehr existieren in den Kontinuum.
Das kann man auch schön darstellen mit den Wellen. Jetzt denken wir uns einmal, das Meer, müssen wir uns jetzt dreidimensional das Wasser der Wassertiefe, den Abyssus denken. Das ist jetzt schon eine Vorstellung. Alle Gedanken, wenn die in dem Meer auftauchen, 50 Meter unter der Wasseroberfläche, gibt es keine Wellen mehr. Aber das sind Seinsmöglichkeiten, die aus dem Kontinuum entspringen. Und um das nochmal ein wenig klarer zu machen, dass man von den Wellen wegkommen, das ist die Geschichte mit den Eiswürfelfisch. Kannst du dich an die erinnern? Ja, kenne ich, die sich materialisiert. Plötzlich erstarrt ein Gedanke. Da verändert sich jetzt einmal in unserer in ganz bewusst gedachten Symbolik des H2O, verändert sich nicht ein aller einziges Atom von dem Wasser, wenn wir jetzt eine gewisse Zone zu einem Eiswürfelfisch machen. Wenn wir jetzt dieselbe Menge Wasser zu Gas machen, wirst du feststellen, dass dann plötzlich auch wieder, es ist immer ein Unterschied zu dem klassischen Wasser. Wenn wir jetzt den Eiswürfelfisch praktisch innerhalb dieses allumfassenden Meeres verdampfen, würde da eine Gasblase, eine Knallgasblase entstehen, weil das Wasser, wenn wir zu Gas machen, haben wir ja H2O, das ist ja Knallgas. Und dadurch wird sich das Ding von uns jetzt bewusst ausgedacht extrem ausdehnen und wir hätten eine Knallgasblase unter Wasser. Wir können dieselbe Menge an Atomen können wir erstarren lassen, dann kriegen wir hier einen festen in umgegeben von dem Flüssigen. Es ist, das Flüssige sind die Gedankenwellen. Mhm. Und da wird es natürlich jetzt sehr, sehr interessant, aber ich will jetzt nicht so auch in die Vordersprache reingehen. Wir reden von dem, was ist. Das sind vollkommen neue Metaphern und die erfordern einen vollkommen neuen Ansatz. Das heißt, du musst dich von den heliozentrischen Weltbild, von Darwinismus lesen, weil das ist vollkommen neu. Mhm. Beim Führerscheinprüfungsbogen, was jetzt für dich Brösel wichtig ist, beobachte dich, hol dich immer ins Jetzt und mach dir bewusst, wie viele Fehler du siehst, jetzt im Vergleich zu deiner Logik. Okay? Weil Fehler ist eine Definition, das ist falsch. Dann ist das immer wankende Beispiel. Ich lebe nur in Kompromissen. Weil ich sage ja, es hat wirklich jeder Recht, der in dir auftaucht, aber du musst dich nur reinsetzen, was für ein Denksystem er zum Denken benutzt. Und dann wirst du feststellen, für ihn, wenn einer was behauptet, was er als richtig ansieht, ist für den vollkommen logisch. Basic ist für Basic vollkommen logisch, aber Windows ist total unlogisch. Für Windows ist natürlich Basic auch logisch, weil Windows kann sich runter machen, weil das ist ein Untersystem von Windows. Mhm. Aber für Windows ist jetzt zum Beispiel das Apple-Betriebssystem total unlogisch. Was jetzt wichtig ist, du sollst dir mal bewusst machen, wie viele Fehler du jetzt mit deiner Logik siehst. Aber du machst den großen Fehler, du freust dich nicht, wenn du die Fehler siehst, weil du nicht weißt, dass du in der Führerscheinprüfung bist. Du regst dich gnadenlos drüber auf und meinst, du müsstest das bekämpfen. Wie kriegst du die Fehler in einer Führerscheinprüfungsbogen los an der Führerscheinprüfung, indem du die einfach abhakst, umblätterst und den Bogen abgibst? Mit der hundertprozentigen Sicherheit, ich habe bisher alle erkannt. Da bist du noch weit davon entfernt in deinem Alltag. Mhm. Du hast nichts zu tun, du hast nichts zu bekämpfen, sondern einfach zu erkennen, dass diese Widersprüche dazu da sind, dass du sie erkennst und in deinem Kopf abhakst. Dass dir irgendwann einmal klar wird, dass wenn du von Realitäten lädst, dass das nicht eine Welt, die unabhängig von dir existiert, darstellt das Wort Realität, sondern es sind Dinge und Sachen, die in dir auftauchen. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob du das jetzt als sinnlich wahrgenommene Information zu sehen bekommst, in dir, als Träumengeist, oder nur feinstofflich. Es ist, wenn du jetzt an ein Osterei denkst, dieses rein feinstofflich gedachte Osterei ist genauso eine Realität, ein Ding, wie wenn das jetzt in deinem Gesichtsfeld auftaucht. Es spielt keine Rolle, ob ich ein Ding real, sprich dinglich, dreidimensional in einer gewissen Entfernung von mir, genau genommen auf meiner Brillenerscheinung tritt, oder ob ich das nur feinstofflich denke. Es bleibt, ein Osterei bleibt ein Ding. Was aber absolut nicht real ist, ist zum Beispiel Angst oder Schmerz. Selbstverständlich kann Angst und Schmerz existieren. Das sind Gefühle, Gemütsbewegungen. Es sind aber keine Realitäten, es sind keine Dinge und keine Sachen. Weder Angst noch Schmerz ist ein Ding oder eine Sache. Also sind die nicht real. Aber sie sind durchaus existent ab und zu. Und du merkst jetzt, dass ich nur die Worte sehr, sehr genau nehme. Und das kannst du jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, die wesentlichen Aussagen, die kannst du hier und jetzt sofort überprüfen. Mhm. Wo war jetzt wieder die ganze Zeit deine Söhne?
jetzt, wo ich das Wort ausspreche, ist zumindest ganz durch das Wort schon ganz grob der Gedanke da. Mhm. Das waren nicht gedachte Gedanken. Ihnen geht es am besten, wenn du sie nicht denkst. Und jetzt kann man, wenn wir jetzt die Theorie haben, gibt es in der Vorschule auch Praxis. Die Praxis heißt, du fährst zurzeit schon mit dem Auto. Aber solange du in der Vorschule bist, das ist jetzt die Praxis in deinem jetzigen Leben, bestimmst du nicht, wo du hinfährst. Meinst du, du hättest dir raussuchen können, dass du Totengräber wirst? Ja, das ist auch so. Gibt das so meine Möglichkeiten, wenn ich dich wohin schicke? Mhm. Jeder Moment, der in dir auftaucht, Kleiner, jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der beste Moment, den es überhaupt gibt, wenn du verstanden hast, was du hier zu lernen hast. Zuerst einmal, dass du vor nichts mehr Angst hast, auch nicht, dass du was verlieren könntest und dass du dich über nichts und niemanden mehr aufregst. Das hast du zu lernen. Und ich werde dir zeigen, wie viele Kleinigkeiten ich noch in dir auftauchen lasse, wo du ganz massiv mit deiner Logik reagierst. Und das ist wichtig, dass du erkennst, wie du sollst dieses Programm, du sollst dir das nicht einmal abgewöhnen. Weil jetzt kommt die Sache mit dem blinden Arschloch. Sobald du mit irgendwas nicht einverstanden bist, zum Beispiel, dass du oft heftig reagierst mit Angst oder mit Ärger oder mit Traurigkeit, mit Melancholie, da können wir jetzt in die Philosophie gehen und unsere vier Temperamente uns anschauen. Mhm. Ist dir da schon mal aufgefallen, dass mir zwei, wenn du das in Wikipedia mal aufschlägst, im deutschen Wikipedia, diese klassischen vier Temperamente, mhm, da ist so eine kleine Tabelle mit drin, die sehr interessant ist, wird mit Smileys dargestellt. Und zwar hast du die zwei oberen, das sind zwei Smileys und die machen das jetzt, du kannst ja, das Smiley ist ja normal nur der Mund, der entweder lächelt oder nach unten gezogen ist. Und um jetzt vier Temperamente darzustellen, machen die das auch mit den Augen. Das heißt, das ist ein Temperament, da lächelt der Mund und die zwei Augen lächeln. Dann ist das andere gegenüberliegende, da lächelt der Mund, aber die Augen sind nach unten gezogen, traurig. Und dann unten haben wir dann die zwei, wo dann die beiden Münder und dann einmal die Augen noch lächeln sind und dann die Augen auch nach unten gezogen sind. Und die zwei negativen, ich nenne es nochmal negativ, die zwei, wo der Mundwinkel und die Augen entweder offen oder unten sind, das ist die sogenannte, die Choleriker und die Melancholiker. Was dich hier schon anschreit, wenn du die Vordersprache verstehst, ist das Wort Koll. Das ist das Weltliche. Das ist der Minus-Minus- und der Minus-Plus-Bereich. Das heißt, der Minus-Minus-Bereich, das Klassische, der Choleriker, das ist also der, der lebt voll in der Welt, der sich über alles aufregt, das sind die blinden Arschlöcher. Und der Melancholiker, die Melancholie ist nicht unbedingt was Schlechtes. Das ist dann der Minus-Plus, da lächeln dann die Augen schon, dass es langsam wieder nach oben geht, dass du dieses Heureka, dieses, obwohl du noch in dieser Traumwelt drin hängst, doch immer wieder deine kleinen Heurikas kriegst und zumindest ganz dumm ahnst, dass das alles einen ganz, ganz tiefen Sinn hat. Mhm. Auch das Leid. Es läuft nichts verkehrt. Es ist jeder Gedanke, den du denkst, ist ein Puzzlestück von dem Heiligen Ganzen. Und du, der Sinn des Lebens ist es wieder, dich selbst zusammenzusetzen. Du bist ein Indivisionalbewusstsein. Das hast du am Anfang so schön gesagt, es ist ein Zerdenken von dir selbst. Und Holofeeling heißt ja letztendlich das Gefühl, alles zu sein. Das Meer, das jede Welle, jeden Spritzer, jede Wolke, die ihn ausgedachterweise verlässt, oder zumindest ist immer untrennbar mit dem Denker verbunden. Ist das so schwer zu verstehen? Du wirst keinen normalen Menschen finden, der das im Alltag akzeptiert, dass er mit seinen Gedanken untrennbar verbunden ist. Und die große Masse meint, wenn du Zeitung lesen musst, dass du mit dem Zeug, das du dir ausdenkst, überhaupt nichts zu tun hast. Es würde überhaupt nicht existieren, wenn du es nicht denkst. Und jetzt kommen wir wieder zurück an den Anfang. Durch das, dass du jetzt weißt, ich bin ein träumender Geist, symbolisch für mich, kannst du dir natürlich nicht raussuchen, was du träumst. Es ist die Matrix, so wenig wie sich ein Wesen, das mir uns jetzt in eine Gebärmutter reindenken, raussuchen kann, was es wird, wenn es die Matrix verlässt. Ob es eine Kuh wird, oder ein Hund wird, oder eine Katze wird, oder ein Gorilla wird, oder ein Trockennasenaffe wird. Du kannst ja nicht raussuchen, deine Augenfarbe, deine Haarfarbe, innerhalb der Matrix, das leuchtet jeden ein. Aber wenn du jetzt diese Matrix 1, wie ich das nenne, wenn du das verlässt und in die Matrix 2 geht, kannst du dir genauso wenig raussuchen, was ist. Weil das ist jetzt, das symbolisiert den träumenden Geist.
Und da bin ich immer noch im Hintergrund. Und jetzt ist es, dass ich sage, darum habe ich, das hast du so oft gehört, Träume in der Geist- und Einfallspinselbeispiel, wo ich parallel nehme. Mhm. Dass du jetzt erkennst, dass was der Maler ist, das ist dein Schwamminhalt, den du dir natürlich auch nicht raussuchen konntest. Das kann den träumenden Geist nicht bewusst werden, aber den, der sich jetzt statt an sterblichen Trockenlosen, statt eine Figur ganz bewusst zu diesem träumenden Geist macht, der ja eigentlich in einem gewissen Maß schon ein Schöpfer ist, der immer nur seine eigenen Geschöpfe, was er aus sich herausschöpft, die Sprache, merkst du schon, wie präzise die wird. Holo-Feeling-Matten überragt alles, was du in deiner weltlichen Schulwissenschaft an Philosophie, an Naturwissenschaft kennst, um geistige Welten, ohne im Widerspruch zu stehen zu irgendeiner dieser verschiedensten Lehren. Das ist es summa summarum, dass das Ganze lückenlos, sogar arithmetisch wie Puzzleteile zu was vollkommen Neues zusammensetzt, so wie man so einen Kreis und einen Dreieck von einer höheren Ebene einen Kegel machen können. Und es ist nicht für irgendeinen Menschen oder die Menschheit, die du dir ausdenkst. Es ist nur für dich. Und umso mehr dir das bewusst wird, werde ich das erst einmal wieder erschüttern. Im tiefsten Innern. Mich interessieren Figuren in einem Traum nicht. So ein einfacher Satz, ich kann nur den Geist wach machen, der mich jetzt ausdenkt, der träumt. Und das ist auch der Einzige, der den Geist, der den Traum erlebt. Figuren in einem Traum erleben nicht den Traum. Wenn du dir jetzt mit dem Hammer als Mattenpersonifizierung auf die Hand haust, dann muss dir eins klar sein, deine Hand spürt überhaupt nichts, du spürst es. Weil du sagst, das bin ich, das ist ein Teil von mir. Habe ich so oft erklärt. Würdest du jetzt mit dem Hammer auf die Hand von einem Sohn von dir draufhauen? Da ist dir klar, dass du spürst es dann auch irgendwie mit, weil du ja Empathie hast. Aber ist dir schon mal klar, was das Wort Empathie eigentlich bedeutet? Das ist jetzt ganz, ganz interessant. Wir haben die Apathie, wir haben die Sympathie und die Empathie. Apathie ist nicht leidend. Die Sympathie ist Mitleid. Das ist schon mal das dümmste Programm, was da in dir abläuft, das überhaupt gibt, weil wenn du mit irgendjemandem mitleidest, geht's denen ja überhaupt nicht besser. Du leidest zusätzlich noch. Du erschaffst mehr Leid durch Mitleid, ohne dass dieses Leid, das du erschaffst mit Mitleiden, irgendwas an dem bestehenden Leid, mache ich in Anführungszeichen, was verändern würde, bis du dann vielleicht sogar noch erkennst, was ich dir jetzt sage, dass all die Menschen, die du dir ausdenkst, wo du glaubst, dass die leiden, wenn du mitleidest, dass die als Ding an sich gar nicht leiden können, weil Figuren in einem Traum nicht leiden können. Die können nur für dich den Eindruck machen, dass die leiden. Weil den Traum erlebt bloß der Geist, der träumt und nur der spürt was. Niemals irgendwelche Figuren, die in seinem Kopf auftauchen. So wenig wie die Hand, die du dir ausdenkst, was spüren kann. Übrigens, naturwissenschaftlich wirst du in deiner Hand überhaupt nichts finden, wo was spüren kann. Das sind nur Rezeptoren, die bei Druck ein Signal an dein Gehirn abgeben, in der naturwissenschaftlichen Definition. Da ist aber nichts drin, wo was spüren könnte in der Hand. Und trotzdem, wenn du dich jetzt nur kratzt an der Hand, wenn ich es immer so mache, hast du den Eindruck, du spürst es an der Hand. Zeig mir bitte in irgendeinem Medizinbuch, was da in der Hand drin ist, was dieses Gefühl erzeugt. Da ist nur der Rezeptor, der den Druck weiterleitet, dass du sagst, mich berührt was an der Hand. Der Tastsinn. Aber da ist nichts drin, das was Gefühle erzeugen kann in der Hand. Das sind lauter blinde Flecken. Das ganze System ist so massiv voller Fehler. Das ist mein Führerscheinprüfungsbogen. Ja, weißt du, Martin, wie oft ich schon gesagt habe, dass Physikbücher so massiv voller Fehler sind, wirklich auf jeder einzelnen Seite, wo man auch nicht diskutieren kann. Ich bin der Erste. Ich habe da immer wieder Kleinigkeiten, wo ich anspreche, wenn du merkst, dass das dann in dem normalen chronologischen Denken gar nicht funktionieren kann, wenn behauptet wird, der und der hat das entdeckt, mach zum Beispiel mal wieder ein schönes Beispiel, eins von Tausenden, Kammerton A, lest dich einmal, geh ins Internet und schau, wann wurde eigentlich der Kammerton A festgesetzt. Und dann wirst du feststellen, die 440 Hertz, dann kannst du unheimlich viel lesen, dann landest du irgendwann einmal vor 300 Jahren. Und dann frage ich dich, wie wollen die vor 300 Jahren 440 Hertz gemessen haben? Da hat es kein Messgerät gegeben. So schnell die Augen hatten die nicht. Ich möchte mal zurück. Der springende Punkt ist für mich immer wieder folgender. Wenn ich die Erklärungen dann höre mit der ausgedachten Figur, die spürt nichts. Was ich dann feststelle, ist, dass wenn ich mich da wirklich drauf einlasse, dann wird es für mich überhaupt sinnlos, um mich noch um Mitmenschen zu kümmern. Du hast zum Beispiel oft gesagt, ich werde mich für meine Frau aufopfern zum Beispiel. Aber das wird doch total blöd, wenn man
Ja, das ist für mich immer, da hänge ich mich wieder auf. Das ist dein Programm, das ist der nächste Fehler. Schau, wir können jetzt zum Beispiel über die Flüchtlinge in Europa diskutieren. Und was dein Problem ist, ist nicht, was du tun sollst, sondern du hast immer noch nicht gecheckt, dass du in der Welt der Perspektiven lebst. Schau mal, wenn ich es immer so mache. Es gibt keinen Berg ohne ein Tal. Die christliche Lehre sagt zuerst einmal, das, was du willst, dass man dir tut als Matten, dass du auch für die anderen. Und das, was du möchtest, was man dir nicht tut, das mach auch bei den anderen nicht. Ja. Ich gehe mal davon aus, du möchtest nicht, dass du von irgendjemandem manipuliert wirst. Also ich möchte nicht, ich wurde mein ganzes Leben lang, bevor ich selber zum Denken, ich rede jetzt einmal normal als Brösel, ich wurde mein ganzes Leben als Brösel manipuliert, was gar nicht stimmt, du manipulierst dich immer selber, wenn du mal eine Stufe höher bist. Und darum werde ich niemals irgendjemanden manipulieren, sondern die Freiheit, das ist im ersten Selbstgespräch des Vögelchen Mathematikus, ich mache nur die Tür auf. Mhm. Ich bin ein Wegweiser, heißt es. Ich bin du ganz am Anfang, mein Menschensohn ist ein Wegweiser. Und wenn du jetzt fährst und da taucht ein Wegweiser auf, der zwingt dich nicht. Weißt du, wie viel Leben ich gelitten habe, weil ich gemerkt habe, dass die Menschen in den Abgrund fahren und die wollten nicht auf mich hören? Wie ich mitgelitten habe und die Sinnlosigkeit erkannt habe, irgendeinen Gedanken retten zu wollen? Ich bin ein Wegweiser, ich bin kein Winkemännchen, das dich zwingt. Wenn du die Reife hast, wirst du das erkennen, was ich dir sage, und du wirst in die Richtung weiterdenken, auf die ich hinweise. Der Wegweiser ist vollkommen unwichtig. Die Richtung ist wichtig. Und sobald du dann vorbeifährst, ist der Wegweiser schon wieder weg. Dazu brauchst du überhaupt nicht den Udo. Ich werde dann immer wieder auftauchen. In einer anderen Form. Mhm. Was meinst du, wie oft wir schon aufeinander getroffen sind in früheren Leben, die jetzt noch da sind? Das ist auch so eine Sache mit dem Bücherregal. Das geht noch wesentlich weiter. Wenn du jetzt ein Buch in der Hand hast, das musst du immer wieder durchdenken. Schau mal, wenn du ein Buch in der Hand hast, ich mache es jetzt mal so, dann siehst du das Buch nur, weil er Kontrast ist zu allem, was nicht Buch ist. Das ist der Hintergrund. Mhm. Wenn ich jetzt das Buch aufklappe, da sagen wir jetzt, das sind so und so viele Seiten, das spielt keine Rolle, sobald du da wissen willst, was drinsteht, musst du das erst einmal aufklappen und jetzt wirst du feststellen, du wirst jetzt nur zwei Seiten sehen. Wir machen aus dem einen zwei, mhm. Aber genau genommen sind drei da, weil die zwei siehst du ja bloß durch den Hintergrund. Mhm. Jetzt könnte ich sagen, wir machen die zwei Seiten, die Seite und die Seite beim Aufklappen, machen wir unendlich groß. Okay, das wäre jetzt ungefähr so, dass wenn ich jetzt habe, dass wir in der Mitte hier am Bildschirm, dann haben wir nur eine rechte und eine linke Seite. Das sind zwei unendlich große Blätter, die hier in der Mitte aneinander stoßen. Und wenn du jetzt wissen willst, musst du wiederum, du musst jetzt eins wieder nehmen, dann ist das andere im Hintergrund oder du musst die Seite anschauen. Du weißt, wie ich es meine. Mhm. Aber sobald du dann die Seite hast, hast du einen Haufen Zahlen. Jetzt musst du dich auf eine Seite beschränken und dann die Zeile wiederum sind Worte und die Worte wiederum, wenn ich jetzt da in einer Zeile Krebs stehen habe und du sprichst das Wort Krebs aus, da ist immer noch abhängig, ob du jetzt ein Medizinbuch lesen tust, ob du ein Kochbuch lesen tust oder ein Astrologiebuch lesen tust. Erst dann, das Buch als Ganzes bestimmt dann, welche Vorstellung du bei dem Wort Krebs kriegst. Nicht das Wort selbst, sondern aus welchem Buch dieses herausgehoben wurde, macht dann die Krankheit oder das Tier oder das Sternzeichen draus. Jetzt pass auf, jetzt gehen wir in die andere Richtung. Wir halten fest, du bist nicht irgendeine Figur, die sich in einem ständigen Wechsel von sechsjährigen Seite 6, was ich eine ganz grobe Metapher sage, durch dieses Buch hindurchzieht. Du bist der Leser, der das Buch zu durchschauen hat. Der verändert sich nicht. Du bist am Ende immer noch derselbe Leser wie am Anfang. Du hast bloß ein Leben mehr durchschaut. Ein Charakter mehr, ein Programm mehr analysiert. Jetzt geh mal einen Schritt höher und jetzt wirst du feststellen, sobald du das Buch dich aufzoomst, stellst du fest, hey, das Buch ist ja Bücherregal. Jetzt ist es ganz interessant, Martin, da gilt dasselbe Gesetz, das was die Zeilen auf der Seite sind und die Seiten im Buch sind, sind die Bücher im Bücherregal. Und ich sage immer, du kannst, wenn du auf der Buchebene bist, kannst du zurückblättern. Hier und jetzt sofort zurückblättern, du kannst nicht vorblättern. Das musst du dir in kleinen Häppchen anleihen. Genauso kannst du in dem Bücherregal, kannst du die Bücher, die du schon gelesen hast, zurückblättern, bloß dass da keine Bilder mehr da sind. Weil das ein viel zu großer Erfahrungskomplex ist. Ich gehe mal nochmal auf die Buchebene. Du hast irgendwann einmal, wenn du jetzt zurückblätterst, wird es ja immer bildlich in der Vorstellung immer dünner.
Das heißt, du hast irgendwann einmal in dem Bereich, du kannst jetzt dich vielleicht noch daran erinnern, wo du den Udo das erste Mal Ich bin du gelesen hast oder wo du in Fliegenstall warst, den Udo das erste Mal, da kannst du noch Bilder machen. Aber du kommst jetzt weiter zurück, dass ich sage, du hast irgendwann einmal in dem Buch als kleiner Matten, hast du in einen sauren Apfel oder in einer Zitrone gebissen und du wurdest das erste Mal mit dem Gefühl sauer konfrontiert. Du weißt hundertprozentig sicher nicht mehr, wann das es war, das erste Mal, wann du sauer gespürt hast, weil du nämlich nur die Erfahrung mitnimmst, aber nicht die eigentliche Situation, wo du in einer personalisierten Form diese Erfahrung machst. Es wird für dich nur diese reine, abstrakte Erfahrung mitgenommen. Aber um Erfahrungen zu machen, musst du in einer personifizierten Form damit konfrontiert werden. Darum sind diese für ein Leben da. Auch jetzt die schöne Geschichte, wo man sagt, mit Vergebung, wo es hier bei Donald Welsch Gespräche mit Gott, du kennst die kleine Geschichte mit der Vergebung, der schwärmt so, der fühlt sich so gut, weil er jemanden vergeben hat, ich will auch das schöne Gefühl haben, aber wenn du das schöne Gefühl haben willst, muss dann einer kommen, der jetzt erst ans Reintritt, dass er Grund da ist, dass du den vergeben kannst. Macht er immer so dieses schöne von Schindlers Liste, kannst du dich da erinnern an das Beispiel? In Schindlers Liste, ich erzähle es ganz kurz, weil das wichtig ist, da ist ja dieser Lagerkommandant und der knallt die einfach um, ein totaler Psychopath und jetzt will der Schindler natürlich welche retten und er kommt dann in ein Gespräch mit dem Lagerkommandanten und dann sagt er hier, ja, sie meinen, das ist jetzt Macht, wenn sie einfach jemanden über den Haufen schießen oder so und natürlich, er muss ja gut Freund mit ihnen sein, sagt er, ich sehe das nicht als Macht, weil jeder, der eine Knarre in der Hand hat, kann einen anderen über den Haufen schießen. Macht ist was ganz was anderes. Macht ist, wenn ein Schuldiger da ist und ein Mächtiger, der ihn freispricht. Jemanden umbringen ist keine Macht, aber du kannst nicht freisprechen. Macht ist, dass du die Macht hast, auch jemanden freizusprechen. Und dann hat er so vom Spiegel, ich begnadige dich. Und dann geht er wieder durch sein Lager durch und dann war er schon wieder dabei, die Waffe zu ziehen und den über den Haufen schießen. Und dann merkst du so einen Konflikt, dann steckt er die Waffe und macht so, ich begnadige dich. Und dann geht er ganz stolz weiter, weil jetzt genießt er seine Macht. Damit hat der Schindler wieder welche gerettet. Weißt du, genauso ist es hier, dass du Erfahrungen, aber lass uns wieder zurückkommen zu dem Buch, was ich dir damit sagen will, dass du in jedem Leben ganz gewisse Erfahrungen machst. Ganz, das ist wie in Schulklassen. Das ist jetzt, da kannst du nicht einmal sagen, das Rechnen ist eine Schulklasse, sondern das teilt sich nochmal. Das ist wie, wir sagen mal, ein ganzes Schulungsleben wäre nur Arithmetik. Und da hast du in einer Klasse bloß addieren, in einer Klasse bloß subtrahieren, das sind nochmal Teilbereiche. Die musst du, die setzen sich dann zusammen zu einem höheren Komplex und genauso sind diese Teilerfahrungen, die du machst in irgendeinem Leben, das ist dann ein Chat, ein ganzes Leben. Und da das so komplex ist, du hast schon so viel Leben gelebt, kannst, die sind installiert, weil du die schon gelesen hast, da kannst du auch zurückblättern, was aber jetzt keinen Sinn macht, weil du da keine direkte Erinnerung hast, darum habe ich das Beispiel jetzt gebracht mit dem Sauer. Du kannst dich jetzt erinnern, wie du den Udo das erste Mal gesehen hast, aber umso weiter du in eine tiefere Struktur, also an den Anfang dieses Lebens kommst, hast du keine Erinnerung. Du hast da keine Erinnerung, dass du in einer vollgeschissenen Windel angeblich einmal in dieser Metapher gelegen hast. Du sowieso nicht, der mir jetzt zuhört. Immer das, was du dir jetzt ausdenkst. Aber das heliozentrische Weltbild, das sind logische Konstrukte. Mhm. Und du wirst jetzt irgendwann einmal erkennen, dass es zwei Arten von Wissen gibt. Es gibt die Weisheit, diese göttliche Weisheit, das ist die Metapherebene von allen heiligen Schriften in deiner Welt. Heilige Schriften sind immer die Gesetze irgendeiner Glaubensgemeinschaft. Und jetzt betone ich immer wieder dazu, dass die allerdogmatischste ist die sogenannte Naturwissenschaft. Das ist eine Religion, wie alle anderen Religionen auch. Und was bei den Juden der Tanach ist, die Tora ist, was bei den Christen die Bibel ist, bei den Moslems der Koran ist, das ist bei den Naturwissenschaftlern sind ihre Physik- und Chemiebücher. Und jetzt musst du wissen, es sind genauso heilige Schriften. Darum sage ich, du wirst, egal welches Buch du mir bringst, was du mir zeigst, das stimmt. Was nicht stimmt, das ist die Erklärung, die man dir in der Schule beigebracht hat. Das ist nämlich der Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Das sind oft Kleinigkeiten, das oberflächliche Wissen. Wenn ich jetzt bloß zum Beispiel den Adam nehme, die Frau vom Adam ist die Eva. Ist ein totaler Blödsinn. Vers 26, 27, der Adam ist Säger wenig Hava, der ist männlich und weiblich. Das heißt, die Eva ist nicht die Frau vom Adam. Wenn du die Geschichte jetzt genauer anschaust, du weißt, das hast du ja denken und ausgedacht, da ist der Adam und
jetzt kommt diese Stelle, wo das beschrieben wird, dass aus den Adam wird eine Rippe entnommen. Das Wort Rippe, da steht Zellem. ZL beginnt schon mit einem Schatten, mit einer Schattengestalt. Die wird vorhin hingestellt und dann heißt es, das ist deine Eva. Und ich habe ein paar Mal schon gesagt, Martin, wenn du jetzt den Langenscheid nimmst, Wörterbuch, das sind keine biblischen Eigennamen, die sind hinten, da hast du hinten eigene Tabelle für Zahlen, für Länder und für biblische Eigennamen. Mhm. Im eigentlichen Langenscheid selber kommen keine biblischen Eigennamen vor. Und wenn wir jetzt dort das Java nachschauen, was ja mit Eva übersetzt wird, dann wirst du feststellen, Java heißt aussprechen, ausdrücken und auch ein Erlebnis haben. Das, was du aus dir herausdrückst, was du jetzt aussprichst, das erlebst du. Was du dir ausdenkst, das fängt zum Existieren an. Also gut, aus dem Adam wird eine Seite, das Zellem heißt auch eine Seite entnommen, wird vor ihm hingestellt, sagt, das ist das, was du aussprichst, was du aus nach außen drückst. Und das ist das, was du erlebst. Und jetzt wird dieses Erlebnis wieder zurückgeführt in den Adam. Und zwischen dem Adam, dem Geist selber und diesem Erlebnis ein Keil getrieben. Das ist die Nulllinie. Und dann wird darauf hingewiesen, dass ihr eins seid. Ich sage zu dem, der immer ist, du bist eins mit all den Gedanken, die du dir ausdenkst. Die Kain und Abel-Geschichte, du hast es bei Holofeeling. Das Problem ist nicht, die Geschichten sind verkehrt. Dasselbe gilt für die ganzen physikalischen Formeln in den Physikbüchern. Dass die Vorstellungen, die diese Formeln in die Einstein-Formel, E=mc². Da kann ich tausendmal erklären. Sag's da mal, erster Satz der Thermodynamik. Nehmen wir das wörtlich. Energie kann weder vermehrt noch vernichtet werden. Jetzt pass auf, wieso kann die Energie nicht vermehrt werden? Weil die alles ist. Das ist mein Alles, das ich immer erzähle. An was denkst du, wenn du an alles denkst? Und sie kann nicht vernichtet werden, weil sie nichts ist. An was denkst du, wenn du an nichts denkst? Du kennst das, muss ich nicht nochmal anfangen. Du musst da mal übrigens mit einem normalen Menschen spinnen und frag dir nochmal, was denkst du, wenn du an nichts denkst? Die haben keine Antwort drauf. Ich sage ja an das Wort nichts. An das Geräusch, wie wir es auch nennen wollen. Du denkst an das Wort nichts, aber dieses Wort nichts ist ja nicht nichts, das in dir auftaucht, wenn du an nichts denkst. Aber du solltest wissen, das ist mein rot geschriebener Bereich, dass dieses Wort nichts für nicht gedachten Gedanken steht, für etwas, was nicht existiert. An was denkst du, wenn du an alles denkst? An das Wort alles. Aber das Wort alles ist nicht alles. Das beschreibt jetzt auch etwas, woran du nicht denken kannst, nämlich an alle Gedanken gleichzeitig, die du ja nicht gleichzeitig denken kannst. Das ist es nicht, sondern das alles. Das ist L und Let, die Implosion und die Explosion ins Unendliche. Jetzt merkst du das Wort Physik. Und diese Energie, sobald du von Energiegewinnung, Energieverbrauch sprichst, das ist schon ausgedachte Energie. Das ist wie wenn du dir einen Geist oder einen Gott ausdenkst. Wenn ich an Gott denke, ist Gott eine vergängliche Erscheinung, nämlich ein Gedanke von mir. So wie wenn ich an nichts oder an alles denke. Ich muss wissen, was es ist. Ich muss die Worte verstehen. Ich darf die nicht entheiligen. Und diese Energie, die wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Habe ich dir jetzt nicht erklärt, was ein träumender Geist ist? Du bist immer dasselbe Geist, dasselbe Ich. Und jeder Gedanke, der kommt, verändert mein Beispiel mit der 200 Gramm roten Nähte. Noch einfacher kann man es nicht erklären. Und ich sage, du wirst mindestens, wenn du anfängst, dich zu interessieren, 15 bis 20 Jahre brauchen, bis du das akzeptierst. Obwohl das vom ersten Moment an klar sein könnte. Und warum dauert es so lange? Jetzt natürlich lange, nicht im chronologischen Sinne. Weil der Zweite in dir so mächtig ist, der sich immer wieder mehrt, dann meinst du die Gefühle, dann kommt Holofeeling, zieht mich runter, mir geht's ja so gut, wenn ich nicht Holofeeling mache, weil der Gedanke das, ich sag, wenn du mal gelöst hast, dass den Dingen, die du nicht denkst, die sind in der Heiligkeit und alles, was du denkst, was du aus dir herausdenkst, ist nur, weil du es aus dir herausdenkst. Jeden Menschen, den du denkst, der existiert in dem Moment, wo du denkst. Und er wird genauso sein, wie du in dir denkst. Er wird das denken, was du denkst, dass er denkt. Wenn du jetzt mit einer etwas rudimentären Bildung über Philosophie, egal welchen großen Denker der Menschheitsgeschichte du dir denkst, er existiert, weil du ihn denkst. Und er wird das gedacht haben, was du denkst, dass er gedacht hat. Was interessant ist, dass die Gedanken der ganzen Menschen, die von dir gedacht werden, sind deine Gedanken. Es sind deine Informationen. Und wieder zu glauben, dass ein Mensch, den du dir denkst, dass
der selber denken könnte, dann wird es für dich so sein. Wenn du jetzt zum Beispiel glaubst, dass der Udo mehr weiß wie der Matten, dann ist es für dich so. Aber alles, was der Udo weiß, was er dir jetzt erzählt, erzählt er dir doch, weil du das jetzt träumst. Der ist doch nur eine Figur in deinem Traum. Und sobald jetzt in deinem Traum ein Gescheiter auftaucht, schau, entsteht im selben Moment natürlich ein und du sagst, jetzt der Depp bin ich. Nein, du bist weder der Depp noch der Gescheite, du bist der, der sich diese Gedankenwelle ausdenkt, mit der du jetzt konfrontiert wirst. Das sind die einfachsten Beispiele der Welt. Schau, wie sehr sich der Zweite dagegen wehrt, es wahrhaben zu wollen. Und das spielst du mit dir alleine und ich kann immer wieder nur sagen, du wirst leiden bis in alle Ewigkeit, bis du das akzeptierst, was ich dir jetzt erkläre. Bis du dich selbst akzeptierst als das, was du bist. Mhm. Und zwar als Denker genauso wie als ausgedachter Matten. Ich will meine Matten nicht verändern. Ich könnte jetzt ein Geheimnis verraten, Kleiner. Du weißt, wie ich schon gesagt habe, ich bin das, was du sein wirst, wenn du dieses Buch zu Ende gelesen hast, für einen kleinen Moment. Und dann fängst du das nächste Buch zum Lesen an. Und in diesem Leben biete ich dir die große Möglichkeit, dass wenn du das nächste Buch liest, nicht mehr vergisst, wer du bist. Dann bist du ich. Und dann kriegt das alles eine ganz andere Qualität. Weil wenn, was meinst du, wie geil spannende Filme sind, wenn du weißt, dir kann nichts passieren? Das ist mein James Bond Beispiel. Ja, ja. Und dann fieberst du förmlich nach neuen Situationen, wo du überhaupt keine Lösung hast, weil du weißt, die Lösung kommt. Du musst bloß den Film weiterlaufen lassen. Ohne die Angst zu haben, dass dir selbst was passieren könnte. Das, was passiert ist, dass du immer mehr an Komplexität verstehst und dich daran erfreust. Du kannst in den kühnsten Träumen nicht erahnen, was für Möglichkeiten an Informationen ich noch in dir auftauchen lassen werde. Da ist das, diese gigantische Welt, die du dir zurzeit ausdenkst, wenn du mal Landschaften und Bilder, wenn man in Urlaub fährt, all dieses ganze Naturfilme, ich meine jetzt nicht nur in Filmen anschaut, sondern auch auf deiner VR-Brille real. Mhm. Das ist ein lächerliches, dunkles Loch eines Ameisenhaufens gegen das, gegen die Welten, wo ich dich hinführe. Es entzieht sich vollkommen in deiner Vorstellungswelt. Und das ist alles schon passiert. Ich habe keine Bedingung an dich, außer dass du mir vertraust. Und noch einfach kann man es auch nicht machen. Nee. Ja. Das wird dich immer mehr stärken, umso mehr dir das bewusst wird. Und du wirst dann auch immer mehr zu Liebe werden. Das ist Liebe, ist, ich sage immer, das Einzige, was ich als Brüssel Udo besitze, wenn ich jetzt auftauche, das ist Liebe und Weisheit. Und davon habe ich so viel, dass ich es herschenken kann. Ich will keinen Energieausgleich oder was. Mir ist es sogar wurscht, ob du es annimmst. Mhm. Da entscheidest du, du bist der Richter über alles und jeden. Und deine Richtersprüche werden an dir selber vollstreckt. Jetzt könnte ich nochmal zu den Flüchtlingen kommen. Ich sage auch hier das, was du willst, dass man dir antut. Im Positiven wie im Negativen. Mach das für die anderen. Und da wirst du merken, da kann der einseitige Mensch mit rein, wenn wir jetzt Flüchtlinge machen, soll ich jetzt sagen, nein, an den Grenzen abschotten? Und du wirst dann merken, das zerplatzt, weil du in der Welt der Perspektiven bist. Da gibt es so liebenswerte Menschen. Aber wenn es liebenswerte Menschen gibt, das Prinzip musst du verstehen, gibt es natürlich auch andere. Du kannst immer wieder nur schauen, wie du zurzeit darauf reagierst, wie du das siehst. Dann kommt die große Vermischung des Europa, habe ich schon mal gesagt. Die Schwierigkeit, was das ist, dass die das auf der unteren Ebene machen wollen. Das ist wie wenn ich Kreis und Dreieck als Schattenwürfe in der zweidimensionalen Welt meine, die Mitte ist dieses Wischiwaschi, was weder Kreis noch Dreieck ist. Die wirkliche Synthese ist der Kegel und da bleibt Kreis und Dreieck, Kreis und Dreieck, wird aber in der richtigen Kombination durch die höhere Dimension so was vollkommen Neues. Das wäre jetzt ungefähr so, wenn ich von deinem Auge verlangen würde, dass es dieses Wischiwaschi wäre, das Auge muss zum Hören anfangen und die Ohren müssen zum Sehen anfangen, dass die Länder alle gleichgeschalten wären. Die höhere Sache, was wir jetzt einmal Mensch, bewussten Mensch nennen, der will von seinem Auge nicht, dass das Auge zum Hören oder zum Schmecken anfängt. Das heißt, jedes Land, jede, wenn ich sage, die Nation schon, diese, auch das Wort Neger, wer definiert, dass das Wort Neger was Negatives ist? Wenn ich Schwarzer sage, ist es in Ordnung. Wenn ich aber doch weiß, dass Negroid nur Latein ist schwarz ist. Das sind, merkst du, diese Entheiligung von Worten. Und genauso ist es, Nazio heißt Gebot.
Du musst ein Nazi werden und jedes Land hat Besonderheiten. Nicht übrigens nicht nur in der Physiognomie. Du wirst merken, wenn du mal dort dich damit auseinandersetzt, bei Menschen, da geht es jetzt nicht nur um Länder, da gibt es den typischen Griechen, den typischen Franzosen, den typischen Engländer. Dieses arithmetische Mittel hast du auch in den Interessensgebieten. Das ist mein Beispiel, wo ich einmal hier mehrere Male erwähnt habe. Ich erwähne es nochmal für dich zur Erinnerung. Wenn wir jetzt Verbrauchermessen nehmen, naja. Du kennt, habt ihr bestimmt auch das Beispiel. Es ist wirklich so. Du kannst auch in Musikgruppen gehen, da wenn die Kamera oder in Vorträgen. Du musst mal, wenn du irgendwelche Vorträge hackst und die Kamera sollte in das Publikum schwimmen. Ich muss gar nicht wissen, was für ein Vortrag. Ich muss nur die Leute sitzen, die drin sitzen, sage ich dir ungefähr, was das für ein Vortrag ist. Und da wirst du wirklich merken, dass zum Beispiel Esoterikmesse ist ganz klar. Ich stand's wild mit einem Beamen wie im Raumschiff Enterprise 100 Mann aus einer vollen Messehalle bei einer Esoterikmesse raus, stell dir auf eine große Wiese, dann stand sich 100 Mann raus aus einer Computermesse, dann vom Christenjugendach, die Hannis und Nannis, und wenn die stehen, du wirst feststellen, da gibt's ein komplettes arithmetisches Mittel. Das ist nicht nur im Aussehen, die sind uniformiert, im Ansehen, im Aussehen. Bei einem wird es nicht funktionieren, aber sobald du ein kleines Grüppchen aus so einem Ding rausziehst, wenn du in ein Jazz-Konzert gehst, wirst du feststellen, das sind ganz andere Leute wie in ein Heavy-Metal-Konzert oder in ein Hip-Hop-Konzert und die sind alle uniformiert, von den Frisuren her, von den Klamotten bis hin zur Physiognomie. Die typischen Nerds. Geh auf eine Computermesse, da laufen fast nur Nerds rum. Das ist wie innen und die wollen wir nicht verändern. Du musst jetzt die höhere Ordnung werden. Wer denkt sich das heliozentrische Weltbild aus? Solange du noch glaubst, du bist der Trockennasenaffe auf einer Erdkugel, die du dir ausdenkst, hast du nicht verstanden, wer du bist. Warte mal, ich muss ganz kurz... Musikpsych. Weißt du, Martin, das ist jetzt das Ganze. Ich wiederhole und ich sage so oft dazu, glaub ja nicht, dass ich dir nicht so unendlich viel Neues mehr erzählen könnte über uns. Ich habe, das ist dann Selbstüberschätzung vielleicht, aber ich habe immer das die Hoffnung, dass ich etwas Komplexeres fasse, dass mir das irgendwie hilft, das um mich schon dann passiert. Hochzuziehen oder so. Auch wenn dir das nicht passt, du bist wirklich ich. Damit meine ich natürlich nicht den Udo. Hab einfach Geduld. Hi, Buben. Hab einfach Geduld. Und muss jetzt Schluss machen, weil ich Besuch hab. Okay. Schönen Tag noch. Läuft danke. Alles nach Plan. Okay. Du hast es wirklich in der Hand. Du weißt, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Gut. Ich wünsche dir was. Danke. Tschüss.